Leute, wir sind immer noch auf der MagicCon Amsterdam. Wir haben uns versucht, ein leises Plätzchen zu finden. Ihr merkt schon, leise ist nicht so gegeben, das Leise. Der liebe Liplab, ihr kennt ihn, ihr unterstützt mich mega, mega viel auf meinem Channel. Herzliebe geht raus. Hat mir noch Möglichkeit gegeben, hier ein bisschen Stuff zu zeigen. Dementsprechend gucken wir uns heute mal jetzt ein bisschen was an, was so an Loot mitgenommen wurde. Und der Loot fangen wir an mit wunderschönen Playmats von Ultra Pro für die MagicCon hergestellt. Mega, mega schön, mega krass hier mit den kleinen Gnomen und so weiter. Das ist, glaube ich, schon fast für Bloomberg und es ist hier oben für irgendein Children Network. Das heißt, da ist noch irgendwas funded by, das ist schon ganz cool. Genau, es ist ein mega schöne Playmat. Legen wir die mal beiseite. Dann haben wir einen Drachen, beziehungsweise einen Murktide Regent. Den werdet ihr ganz, ganz schwer sehen. Ich probiere das mal so ein bisschen anzuheben, was einfach daran liegt, dass er mit so einem kompletten Shiny drüber ist. Ich hatte euch mal von der Judge-Promo das gezeigt, dass da halt so ein Shining drüber ist. Und es ist halt wirklich dieser Murktide-Regent, diese Karte aus dem Secret Lair Playground hier irgendwo, den man zwischendurch mal gewinnen konnte. So, dann haben wir hier ein wunderschönes Artwork. Und zwar so ein Glitzer-Foiling. Mega finde ich das. Also das finde ich sehr, sehr cool. Einmal hier mit der guten Dame. Wer sie erkennt, kann es mal unten in die Kommentare schreiben. Mega Artwork. Wirklich finde ich sehr cool. Und auch hier alles natürlich exklusiv und tatsächlich limitiert von der MagicCon. Deswegen, wenn ihr die haben wollt, die werden wahrscheinlich nicht so günstig werden. Und dann hier einmal The Big Three. Die Mama, der Papa und der Sohn. Oder so. Mega. Und auch hier mit so einem Gold-Orange irgendwas drin. Das sieht richtig geil aus. Also die Playmate, da kann ich mir vorstellen, wenn man davon ein, zwei hat, die werden richtig teuer. Weil die ganzen Eldrazi-Spieler lieben das. Und die lieben ihre Big Eldrazis. Und ich glaube, die werden richtig, richtig teuer. Genau, es kostet hier vor Ort 70. Ich vermute mal unter 120, 130 wissen die online nicht finden. Also, wenn doch, sagt mal Bescheid. Fände ich ganz interessant. Oh, ich bin hier schon wieder halb am Rumspucken, das ist ja ganz schlimm. So. Und was wir auch noch haben, darunter ist noch eine Playmat, die seht ihr im nächsten Video. Denn was wir auch noch haben, ist extrem viel Loot. Naja, liebe Fabi hat sich hier ein bisschen was gegönnt. Oh, ist natürlich alles am Kopf, natürlich. Und zwar hier für mich natürlich mein absolutes Highlight, Assassin's Creed Booster. Modern Horizons 2 Set und Collector Booster. Und Play Booster und Mystery Booster Convention. Ich glaube, die sind aus dem VIP-Package. Genau. Die sind aus dem VIP-Package. Das habe ich euch gestern oder vorgestern oder vor den Tagen schon mal gezeigt. Dementsprechend, ja. Was wir hier nämlich haben, ist, wir haben hier zwei Universe Beyond Booster und 2, 4, 6 Collector Booster. Und guckt euch die mal an, wie wunderschön die sind. Mein Gott, ich liebe dieses Set so sehr. Was wir auch noch haben, ist, wir haben 3 Promokarten, die wir gleich noch umdrehen werden und schauen werden, was es ist. Ich bin mir nämlich gerade selber nicht sicher, was es ist. Und einmal ein Mystery Pin Booster, Randomly One Selected Pin. Und da kann anscheinend auch der Raghavan drin sein. Hier, wunderschön, der kleine Affe. Und Fairy Tricker, der Sweet Tricker oder so. Auch eine sehr lustige Karte vom Namen her. Und natürlich der Ort. Und ich bin ja mal so frei und fühle das mal so ein bisschen. Und ich glaube, dass das hier tatsächlich so eine Art Schwanz sein kann. Und hier vorne ist auf jeden Fall so ein Dreieck. Das heißt, es könnte der Hund sein. Der Hund wäre natürlich mega. Weil ich finde den Hund sehr cool. Oder hier dieses, ich weiß nicht mal, was das ist. Dieses Pony. So, das alles dürfen wir jetzt aufmachen. Dementsprechend habt ihr ein bisschen ein längeres Video und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Wir fangen direkt hiermit an, weil das für mich etwas Interessantes ist beim Pin. Wie gesagt, mein Guess liegt gerade, ich glaube, auf dem Hund. Ich würde sagen, es ist der Hund, weil der Hund ist awesome. Und jetzt haben wir es offen. Dann haben wir hier ein Plastik in Plastik. Das ist wichtig. Mehr Plastik braucht das Land. Das ist ja ganz grausam. Wer macht denn sowas? Wer macht denn hier dieses Plastik in Plastik? Und wie geht das auf? Das ist ja ganz schlimm. Es ist blau. Harbinger of the Seas. Sehr cool. Habe ich auch schon gespielt im Legacy. Ist tatsächlich sehr, sehr gut. Dementsprechend eine sehr gute Karte. Und ja, ich weiß nicht, was neben uns abgeht. Da sind komische Leute am Draften, glaube ich. Die haben Spaß. Das ist die Hauptsache. Die machen, glaube ich, Modern Horizons 2 Draft. Das ist natürlich auch sick. So, wir gucken mal weiter an, was wir eröffnen. Wir haben, ich gehe mal die Promos durch. Ich gehe mal die Promos durch. Wir haben hier Swords to Plowshares in Non-Foil.
sehr, sehr, sehr hübsch. Wirklich sehr hübsch. Das ist wirklich hübsch. Gut. Haben wir eins? Haben wir noch mehr davon? Noch ein Sport zu plauschen. Dieses Ding scheint auch irgendwas hier zu sein in Holland. Ich bin da unschlüssig tatsächlich. Deswegen keine Ahnung. Dann haben wir Nummer 3. Und da ist auch ein Sports to Plowshares. Okay, es sind alles 3 Sports to Plowshares. Die sind gar nicht so günstig tatsächlich. Dementsprechend schon ganz krass. Und jetzt öffnen wir den Chip. Genau. Secret Layer machen wir. Wir kommen noch in einem anderen Video, weil da habe ich noch eine andere Playmat, die ich euch zeigen kann. Fangen wir an mit dem Collector Booster. Collector Displays habe ich auch aufgemacht, 3 Stück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch Booster davon aufmache. Und die habe ich ganz gut aufgemacht, glaube ich. Dementsprechend sehr, sehr cool. Gucken wir mal, was wir haben. Hydra. Typanalysis, die habe ich mal im Dredge gespielt. Wunderschöne Länder. Aether Spike, Victimize. Flare of the Malice, tatsächlich einer der Flares, der schwarz ist. Leider der günstigste, aber ein schöner tatsächlich, ein guter. Razor, was bist du denn für ein Rhino? Was ein Artwork einfach. Das ist ja weird. Dann. Spymaster Sword, oh mein Gott, bist du hübsch. Das ist das Full Art von der schwarzen Karte mit Kunai. Das ist hübsch. Dann haben wir Voltaic Stormdrake in Full Art, ist auch nicht so schlecht. Und ein Harbinger of the Seas, Extended Foil, nachdem wir den hier auch schon als Pin gezogen haben. Das wird wohl hier die Meme-Karte für den, aber die ist gar nicht so günstig tatsächlich. Ich glaube, die normale in Non-Foil kostet schon 10 Euro. Ich glaube, hier bist du dann bei so 15, 16 mindestens für diese Karten. So, gucken wir bei dem Collector-Booster weiter. Nummer 2. Hier, die lassen sich ganz gut öffnen. Wo sind die denn her? Made in USA. Ja, klar. Wird ja alles hierher geschickt. Das ist schlecht. Da könnten jetzt 8.000 Euro auf dem Boden liegen. So, tun's nicht. Ich habe es aufgehoben. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir das öffnen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky. Wir haben hier eine Carmen. Wir haben hier eine Carmen. Carmen, 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 Forest. Das ist natürlich also ein bisschen ein Munition Expert, sehr gute Karte. Hier ist nochmal ein paar Kamens dazwischen gekommen. Hier ist schon mal der Token. Dann haben wir einen Quick Son of Yawgmoth. Der ist tatsächlich ganz cool. Der war mal richtig teuer. Ist, glaube ich, gedroppt, aber hier in dem Side Profile könnte noch was wert sein. Maestric Evangel kenne ich gar nicht. Party Treasure ist eine sehr coole Karte. Talon Gate of Mardor. Das ist tatsächlich cool. Das ist auch ein bisschen was wert und wird aktuell auch sehr hart gespielt, weil damit kann man so einen coolen Trick machen. Man kann Uro spielen und Uro sagt, man bringt ein Land ins Spiel, danach muss man ihn opfern, wenn man ihn nicht aus dem Friedhof gecastet hat. Mit dieser Karte sagt man, man face die Karte aus, dann kann man sie nicht opfern. Alles ist super. Das ist großartig. Guide of the Souls, der wird tatsächlich auch gespielt und ein Ruby Medaillon. Die sind leider sehr günstig geworden, aber sie sind wunderschön. Gerade in Foil Art sind einfach wunderschön. Aber leider sehr günstig geworden. So, Nummer 3. Nummerierte Karte wäre natürlich jetzt der absolute Abriss. Da hoffen wir ja alle mal drauf. Ich habe ja noch nie eine nummerierte Karte auf dem Channel aufgemacht. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob ich zu wenig Booster aufmache. Sink into Starboard, tatsächlich die teuerste Karte, wenn es um doppelseitige Karten geht tatsächlich. Swarm, dann haben wir hier ein Victimize und die Witness. Dann haben wir eine Six in Foil, der ist auch cool, der wird auch viel gespielt in letzter Zeit, der ist gar nicht mehr so schlecht. Was bist du denn? Phyrexian Construct. Whenever you cast an instant sorcery spell, single target, targets in a... Okay, kann man mal machen. Das ist ja sick. Detective Phoenix, auch den habe ich jetzt schon gespielt gesehen, tatsächlich. Oh mein Gott, ich habe schon gesehen. Nightmare, ganz lustige Karte zu dem Chitonian Nightmare, der sollte eigentlich anders funktionieren. Und zwar haben sie hier fast eine Reserve-Discarte reprintet, hat Gavin Verhey in seinem Blog erzählt. Da wäre fast eine Reserve-Discarte reprintet worden. Und Flare of Cultivation in Old Border Foil. Ich glaube, die ist was wert. Die Flare of Cultivation ist, glaube ich, alleine schon 30 Euro oder 25 wert oder so. Und nochmal ein Old Border und Foil dürfen nochmal wert sein. Weil die ganzen Commander-Spieler Cultivate gegen Flare of Cultivation austauschen, weil es aber dieselbe Karte ist. Es kostet leicht anderes Mana, aber man kann eben auch einen Non-Token Green Creature dafür opfern, was einfach sehr praktisch ist. So, dann gucken wir mal weiter. Und 9 Minuten auf der Uhr ist nicht mehr so viel. Dann gucken wir mal hier bei den normalen Set-Boostern, ob wir da was kommen. Path of Annihilation, tatsächlich eine sehr, sehr gute Karte. Wird sehr wenig gespielt, sollte mehr gespielt werden. Und Monstrous Vortex, Cephalid Colosseum, sehr coole Karte. Arna, die habe ich schon öfter gesehen, dass da jetzt aktuell tatsächlich ein sehr gutes Commander-Deck drin gebaut wird.
dann Cemetery Swamp und weiter geht's. So, Modern Horizons 3. Das ist für mich jetzt natürlich schon ein etwas längeres Opening-Video. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil das sind sehr coole Sachen. Sneaky Snacker heißt die Karte. Sneaky Snacker. Und ich liebe den Namen Sneaky Snacker. Sneaky Snacker ist großartig. Die Apprentice wird auch viel gekauft. Warm Power Storm wird viel gekauft. Und Felia, der kleine süße Hund. Er ist so süß. Und er ist auch eine gute Karte tatsächlich. Lässt sich auch gut verkaufen, habe ich gehört. Das ist schon mal gut. So, dann das nächste und letzte Modern Horizons 3 für dieses Video. Gucken wir da mal rein. Der war Disziplin. Ruby Medal, das hatten wir gerade eben schon mal. Die War of Destiny ist auf irgendwie 2-3 Euro wert. Habe ich tatsächlich für mein Eldrazi-Deck gebraucht und gekauft. Und dann Forest and Fall. Ist nicht das Stärkste, aber Ruby Elemental und The Warriors sind beides playable Rares und damit schon mal ganz okay. So, und jetzt öffnen wir das nächste. Machen wir mal hier so einen Run. Und das hier sind wieder die Mystery Convention Edition. Und zwar die Reprints, die Reseller auch bekommen haben. Jetzt ist wichtig, hier könnte jetzt ein Demonic Tutor sein. Schade, kein Demonic Tutor. Sugar Prospector ist eine gute Karte. Siege Worm habe ich damals im Standard gespielt. Frogling habe ich im Standard gespielt. Renewal sagt mir gar nichts. Crewfix. Crewfix ist God of the Horizons. Tatsächlich eine sehr, sehr coole Karte. Dementsprechend ist ein Gott. Götterkarten zu ziehen ist nie schlecht. Und Cauldron of Souls, der auch nochmal ziemlich gut ist mit Persist. Und Loppy Lobster. Ist er einfach süß. Er ist einfach süß, oder? Ich finde, er ist einfach süß. So, dann. Zu erkennen sind die unterschiedlichen Booster übrigens, kann ich euch gleich zeigen, anhand der letzten Karte, die ja so eine Spaßkarte ist. Und man kann anhand der letzten Karte herausfinden, was es ist. So, Corrosion, Trial, Sulfur Blast, Wild Mongrel, Shipwrecker, Bojuka Bock. Gute Karte, kostet mittlerweile 3-4 Euro. Wenn ihr noch einen Bulk habt, sucht die mal raus. 3-4 Euro fürs Bojuka Bock ist gut. Desmond Dragon ist ganz okay und eine Elle-Schnurren. Ist auch nicht schlecht, wird auch relativ viel gespielt. Sehr, sehr cool. Und Control Win Condition. Ich liebe die Control Win Condition. 6 Mana XX kann nicht gecountert werden. Hat Shroud. Und Card Name, Power and Toughness is equal to the number of turns you've taken. Das heißt, in der 6. Runde ist ein 6-6er, dann geht ihr in Runde 7, dann ist der 7-7. Geht in die Runde 8, dann ist er 8-8. Das ist eine Control Win Condition. Und hier unten in der Ecke sind bei dem Original halt die, auch diese kleinen Dinger hier oben. Auch sehr, sehr cooles Pack. Und ich würde sagen, die gucken wir uns im nächsten Video an. Und dann werden wir immer noch genug Zeit haben, dass wir da was machen können. Und ich denke, da habt ihr dann auch Spaß dran. Und ja, das seht ihr im nächsten Video.